Herzlich willkommen zum fünften Video über das arithmetische Mittel. Wir sind beim Thema an den Schrauben drehen und setzen direkt an den Beispielen des vorherigen Videos fort. Wir haben bereits gesehen, wie man das arithmetische Mittel berechnet. Wir kennen seine Eigenschaften. Wir wissen, wie es sich verändert, wenn ich einzelne Datenwerte hinzufüge. Und im letzten Video haben wir begonnen, an den Schrauben zu drehen. Das bedeutet, wir haben uns angesehen, wie sich das arithmetische Mittel verändert, wenn ich die einzelnen Listenwerte verändere. Im vorigen Video haben wir jeden Listenwert um eine Zahl vergrößert und in diesem Video fahren wir mit ähnlichen Beispielen fort. Im nächsten Beispiel wollen wir sehen, wie sich das arithmetische Mittel von 20 Zahlen verändert, wenn jede der Zahlen mit 3 multipliziert wird. Gut, wir verfahren immer ähnlich. Wir wissen, das arithmetische Mittel von 20 Zahlen sieht so aus. Und ich verändere diesen Ausdruck immer so lange, bis ich einen neuen Ausdruck habe, mit dem ich dann den ursprünglichen Ausdruck vergleichen kann. Das heißt, ich mache keine Äquivalenzumformungen, sondern ich forme einfach so lange um, damit ich ein Muster erkenne, also bis ich ein Muster erkennen kann. So, wenn ich jede Zahl mit 3 multipliziere, dann sieht der Ausdruck folgendermaßen aus. Ich multipliziere x1 mit 3, x2 mit 3 und so weiter und so fort. Drücke jetzt kurz auf Stopp und versuche, diesen Ausdruck zu vereinfachen und versuche hier ein Muster zu erkennen. Gut, du wirst wahrscheinlich erkannt haben, dass ich die Zahl 3 herausheben kann, da sie in jedem Summanden vorkommt. Und laut den Regeln des Bruchrechnens kann ich ja dieses mal 3 beim Bruch vorziehen. Und ich kann das Ganze folgendermaßen anschreiben: 3 mal und dann x1 plus x2 und so weiter und so fort dividiert durch 20. Jetzt erkenne ich ganz schön, dass dieser Bruch nichts anderes ist als mein ursprüngliches arithmetisches Mittel, welches mit 3 multipliziert wird. Das bedeutet, wenn ich jeden der Listeneinträge mit 3 multipliziere, verändert sich das arithmetische Mittel um das Dreifache. Schauen wir weiter zum nächsten Beispiel. Im nächsten Beispiel wollen wir wissen, wie sich das arithmetische Mittel von 20 Zahlen verändert, wenn ich das Vorzeichen aller Zahlen umdrehe. Was bedeutet das? Wir drehen das Vorzeichen um, das heißt, aus Plus wird Minus, aus Minus wird Plus. Schauen wir mal, wie wir das erreichen. Also, wie gewohnt, das arithmetische Mittel von 20 Zahlen sieht so aus. Und wie schaffe ich es jetzt, jedes Vorzeichen zu ändern? Das ist ganz einfach. Ich multipliziere jede Zahl mit minus 1, weil dadurch werden alle positiven Zahlen negativ und alle negativen Zahlen positiv. Und schreibe das Ganze so an. Drücke jetzt wieder kurz auf Stopp und versuche hier ein Muster zu erkennen. Du wirst wahrscheinlich ganz leicht erkannt haben, dass dieser Bruch wieder nichts anderes ist als mein ursprüngliches arithmetisches Mittel, welches mit minus 1 multipliziert wird. Das bedeutet, wenn ich die Vorzeichen aller Zahlen umdrehe, dann dreht sich auch das Vorzeichen meines arithmetischen Mittels um. Gut, ich fahre jetzt mit dem letzten Beispiel fort und überspringe das Beispiel, welches jetzt am Arbeitsblatt kommen würde, und widme diesem Beispiel ein eigenes Video. Wir überspringen das und machen gleich dieses Beispiel, indem wir wissen wollen, wie sich das arithmetische Mittel von 20 Zahlen verändert, wenn eine der Zahlen um 10.000 vergrößert wird.
Wie gewohnt schreiben wir das arithmetische Mittel von 20 Zahlen an und vergrößern jetzt eine der Zahlen um 10.000. Das können wir ja folgendermaßen aufschreiben. Gut, drücke jetzt wieder auf Stopp und versuche wieder ein Muster hier zu erkennen. Wie kann ich diesen Ausdruck geschickt anders umformen, damit ich ein schönes Muster erkenne? So, wenn du das gemacht hast, wirst du wahrscheinlich erkannt haben, dass ich dieses plus 10.000 vom Bruch abspalten kann, denn ich habe ja einen gemeinsamen Nenner, der ist ja 20, und ich kann das Ganze so aufschreiben. Ich kann die ersten Summanden bis x20 als eigenen Bruch anschreiben und ich kann 10.000 durch 20 als eigenen Bruch anschreiben. Und wenn ich das Ganze dann kürze, dann erkenne ich, dass mein ursprüngliches arithmetisches Mittel sich insgesamt um 500 verändert hat, also vergrößert hat. Wieder durch geschicktes Aufspalten der Brüche. Das heißt, wenn ich eine der Zahlen in meiner Liste um 10.000 vergrößere, dann vergrößere ich mein arithmetisches Mittel insgesamt um 500.